Gelsenkirchen arbeitet an seiner Zukunft und zwar, wie es sich gehört. Wir tun das, was wir am besten können, nämlich anpacken. Wir haben das in der Vergangenheit bewiesen in unserer Stadt, dass wir das können und machen das auch auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit. Das Talentzentrum Nordrhein-Westfalen sucht akademischen Nachwuchs aus Familien, in denen Studieren alles andere als selbstverständlich ist. Wer sagt eigentlich, das geht nicht? Beim Ziegenmichel e.V. lernen Kinder, dass Kühe nicht lila sind und dass man Pflanzen essen kann. Die Zukunft der Stadt geht jeden Morgen durch die Türen unserer Schulen. Gelsenkirchen setzt auf die Jugend. Wenn nicht wir, wer dann? Auch klassische Industrieunternehmen haben verstanden. Nachhaltiges Wirtschaften ist ein Gewinn für uns alle. Dass bei diesem Projekt über 120 Organisationen und Vereine zusammenkommen, das ist schon ziemlich einzigartig. Dazu gehören ganz ungewöhnliche Mitspieler auf dem Feld der Nachhaltigkeit. Selbst der FC Schalke 04 übernimmt soziale Verantwortung. Schalke kann auch anders. Und die Zechenbrache des Bergwerks Hugo wird zum Biomassepark. Was bleibt, sind die Menschen. Und die dürfen selbstverständlich mitmachen. Unsere Meinung zählt. Gelsenkirchen, nachhaltig, Zukunft.